Ja, Verwaltungsorganisation Teil 8. Wir waren hier bei dem Überblick über die Wiehle stehen geblieben. Ich hatte Ihnen zuletzt erläutert hier diese einzelnen Kategorien. Und entlang dieser Kategorien, dieser Kriteriengruppen 1, 2, 3 und 4, gehe ich jetzt im Folgenden auf die Unterstrukturen ein, die ich Ihnen dann nochmal kurz erläutern möchte. Wir sind hier oben jetzt bei den Entwicklungskosten und Entwicklungsnutzen. Und man sieht natürlich hier schon, dass das Ganze ganz klar auf IT natürlich ausgerichtet ist, heißt ja auch IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Und diese grundsätzliche Struktur oder Strukturierung entlang dieser entsprechenden Position stellt natürlich sicher, dass das Ganze, ich sag mal, manipulationsfrei ist. Das soll bedeuten, dass man. Weil es soll ja eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sein, es soll Transparenz erzeugen. Und ich kann natürlich, wenn ich jetzt hier Kosten für externe Beratung beispielsweise habe, dann können das natürlich auch nur Leistungen oder ausgeschriebene Leistungen sein, die wirklich Kosten externer Beratung entsprechen. Und durch diese Strukturierung kann man natürlich einzelne Positionen immer überprüfen. Also wenn jetzt ein Gutachter beispielsweise kommen würde oder ein Rechnungshof, dann guckt man sich in einer fortgeschriebenen Wiebe diese Position an und kann sich im Zweifelsfall dann alle Einzelpositionen im Ist anzeigen oder geben lassen, die zu diesen entsprechenden Kostenpositionen geführt hat. Das heißt, das Ganze ist natürlich auch ein Instrument, um einfach auch diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wirklich zu plausibilisieren, zu objektivieren und daraus ergeben sich auch diese einzelnen Strukturierungen. Dann, was man hier auch erkennen kann, ist beispielsweise hier, wir haben diese Oberkategorie Planungskosten und dann Entwicklungs- und Investitionskosten. Da sind wir wieder im Projektmanagement, weil natürlich auch es interessant ist zu erfahren, wir haben zum Beispiel ein Projekt geplant oder ein Vorhaben geplant und stellen beispielsweise fest, wir führen das dann doch nicht durch, dann können natürlich nur Planungskosten entstanden sein und keine Entwicklungs- und Investitionskosten. Und entlang ein Stück weit dieser, ich sag mal, herkömmlichen Projektmanagement oder Projektplanungsmethoden strukturiert sich natürlich hier auch diese IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Weiterer Aspekt, der hier natürlich eine Rolle spielt, ist, dass wir, wenn wir von Entwicklungs- und Investitionskosten sprechen, daraus sich natürlich auch ableiten, beispielsweise einzelne Bilanzpositionen. Das heißt, wenn ich eine Software beispielsweise selbst erstelle, stellt sich hinterher die Frage, wie kann man das insbesondere auf kommunaler Ebene dann auch entsprechend bilanzieren? In Niedersachsen wissen wir ja, dass wir keine Bilanzierung auf Landesebene haben, aber in anderen Bundesländern stellt sich auch diese Frage natürlich, weil ich daraus ableiten kann, welchen Wert hat am Ende, wenn ich so ein Softwareprojekt beispielsweise durchgeführt habe, dann meine entsprechende Software und dann erfasse ich die auch im Anlagevermögen in der Bilanz. Und wir sehen das auch noch in der Vorlesung zum externen Rechnungswesen, wie das Ganze erfolgt. Das heißt also, da gibt es dann laut Vorgaben natürlich der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen die Möglichkeit oder auch die Verpflichtung, so ein Anlagegut dann auch in der Bilanz zu erfassen. Was man hier auch erkennen kann, ist, dass auch hier es ein Stück weit eine Strukturierung geht oder in eine Richtung geht, wo wir Kostenarten oder Kontengruppen zusammenfassen. Und wir hatten ja auch diese Darstellung in den entsprechenden Unterlagen. Das heißt also, ich hatte gesagt, dass wir bei dem Kontenplan natürlich immer spezifisch ausgerichtet sind auf den Geschäftszweck der jeweiligen Organisation. Aber man kann sich jetzt beispielsweise hier gut vorstellen, Personalkosten sind natürlich nochmal strukturiert, wenn wir jetzt im öffentlichen Dienst bleiben, natürlich entlang der Strukturen der Besoldungs- und Vergütungsgruppen und natürlich auch nochmal in der Unterscheidung Beamter-Angestellter. Und diese Einzelpositionen auch aus den entsprechenden Systemen kann ich dann hier zu Personalkosten natürlich aggregieren. Also es findet hier auch natürlich eine Verlinkung oder Zusammenfassung von Kostenartengruppen zusammen statt, die dann hier auch entsprechende Positionen ausweisen können. Klar ist auch hier, externe Beratung ist natürlich der Einsatz externer, ist typischerweise bei Projekten natürlich der Fall. Entwicklungskosten und die Investitionskosten wirklich dann halt
diese Position zur entsprechenden Bereitstellung der Strukturen. Und was wir auch hier, wenn wir über Reisekosten des eigenen Personals sprechen, haben wir in Verwaltungsorganisationen, Verwaltungshandeln ja auch über das Thema Abordnung gesprochen. Und hier sind wir wieder beim Thema Abordnung, nämlich es entstehen uns, wenn wir solch ein Projekt typischerweise starten und wir Personal aus unseren Dienststellen bei uns in einer zentralen Einheit beispielsweise beschäftigen, natürlich Reisekosten, das können eben dann auch entsprechende Abordnungskosten sein. Hier stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, Arbeitsplatzrechner, das habe ich eingangs diskutiert, beispielsweise, ist der wirklich nur für dieses Projekt erforderlich oder ist das jetzt ein Arbeitsplatzrechner, der auch danach noch genutzt werden kann? Ich mache Ihnen da gleich noch ein Beispiel dazu, dann kann man das besser nachvollziehen und es bleibt wieder bei dem, was ich schon betont habe. Es ist natürlich immer ein Stück weit interpretationsfähig und insofern immer ein Stück weit angreifbar. Gehen wir jetzt eine Ebene weiter, also das strukturiert sich jetzt hier immer weiter. Wir waren jetzt hier bei den Hardwarekosten, das haben Sie ja auch in den Ihnen vorliegenden Unterlagen. Wir gehen jetzt hier weiter und dann kommen wir zu dem Thema eben Softwarekosten. Hier Kosten für die Entwicklung, Beschaffung von Software, Anpassung der Software und so weiter. Installation macht natürlich auch Sinn, das eine ist die Software selbst, dann muss man das Ganze installieren, da können auch bauseitige Kosten entstehen, beispielsweise wenn Sie einen Raum für eine technische Installation anpassen, erweitern müssen, eventuell technische Infrastruktur, neue Leitungen und so weiter, Personalkosten für die Systeminstallation. Und auf dem Weg ist es dann eben immer möglich, diese unterschiedlichen Kategorien auszuwerten, die natürlich bei einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für ein IT-Objekt, Vorhaben, Projekt oder auch eine technische Installation von großem Interesse natürlich sind. Dann haben wir die Systemeinführung und das bedeutet natürlich auch hier Integration, gerade Test ist natürlich ein großes Thema, Migration von Datenbeständen ist auch, glaube ich, ein sehr gut nachvollziehbares Thema und natürlich das große Thema Schulung und Einarbeitungskosten und hier kommen wir dann schon zum Nutzen, also wir waren jetzt hier bei den Kosten, Kategorie 1, 2 ist dann der Nutzen und die Frage stellt sich natürlich immer, was ist denn besonders sensibel, also wo weiß man denn, dass man besonders vorsichtig bzw. besonders akribisch diese einzelnen Positionen planen muss und da ist, glaube ich, wenn man darüber nachdenkt, es an einer Stelle besonders sensibel und das ist alles, was wir hier mit Schulungen haben. Also typischerweise leiden solche IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen an den Annahmen, was Schulung betrifft. Und das kann man sich gut vorstellen, wenn wir mal davon ausgehen, wir müssten nur mal 30 Personen im Umgang mit einer neuen Software schulen und wir gehen mal von durchschnittlichen Personalkosten von 70.000 Euro pro Jahr aus, was ja nicht so viel ist. Dann hätten wir 175.000 Euro pro Monat, die wir da an Kosten hätten. Und wenn ich jetzt nur einen Tag die Leute schule, dann sind das 175.000 durch 20 Arbeitstage. Dann sind wir bei 8.750 Euro. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt nur um einen halben Tag vertue, dann lande ich bei 4.375 Euro. Und jetzt müssen Sie überlegen, wie sensibel natürlich bei Personalkosten dann das Ganze durchschlägt, wenn ich mich nur um einen halben Tag vertue oder einen Vierteltag vertue. Oder eben, was auch schon vorgekommen ist, dass man sich eben um mehrere Tage vertan hat. Und dann können Sie sich vorstellen, 30 Personen zu schulen ist ja nicht mehr viel. Wenn Sie eine grundsätzliche neue Schulung oder ein neues System haben, dann haben Sie ein Mehrfaches davon. Und deswegen ist natürlich ganz oft das Thema Erstschulung, Anwender und IT-Personal ein ganz, ganz sensibles. So, hier haben wir jetzt also Kategorie 1, 2 sind dann diese Entwicklungsnutzen. Und da haben wir natürlich zum einen eben diese einmaligen Kostenersparnisse, weil zum Beispiel Erhaltungs- oder Erweiterungskosten des Altsystems natürlich wegfallen, wenn ich ein neues System nutze. Und ich habe, und das haben wir auch kurz bei der Kapitalwertmethode ja in der einen Aufgabe gehabt,
Wir haben vielleicht auch einmalige Erlöse auch noch aus einer Verwertung eines Altsystems. Also hier sieht man auch, welche Entwicklungsnutzen aus der Ablösung eines alten Verfahrens natürlich entstehen können. Und die erfasst man jetzt nach der Kostenkategorisierung entsprechend. Das setzt sich dann auch auf der nächsten Seite logischerweise fort. Und man sieht jetzt hier weitere Einsparungen durch zum Beispiel das Wegfallen der alten Maßnahme. Und das zieht sich dann hier durch Arbeitsplatzrechner, Softwarekosten, Verbrauchsmaterial, Raum- und Klimatisierungskosten. Und hier sieht man auch eine Gegenüberstellung immer des alten und des neuen Systems. Deswegen hat man dann hier auch entsprechende, das ist dafür gedacht, dass man in der Darstellung dann relativ gut erkennen kann, welchen unmittelbaren Nutzen diese neue Software im Vergleich zur alten Software auch wirklich liefert. Und was man hier auch betrachten muss, ist natürlich immer die Fragestellung der Zeiträume. Ich hatte ja über den Lebenszyklus schon gesprochen. Und hier ist einfach durch die Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen wird eben unmittelbar ersichtlich, welche Konsequenzen aus diesem System halt herausrühren. Und natürlich gibt es dann am Ende irgendwo auch noch sonstige Kosten, weil man natürlich irgendwie nicht alles so erfassen kann. Und hier nochmal auch die laufenden Personalkosten und Personalkosteneinsparungen aus dem Altsystem versus dem neuen System. Das waren jetzt unsere beiden ersten Kategorien hier. Das ist Kosten-Nutzen-Kategorien. Jetzt geht es weiter hier, Kategorie 3, qualitativ-strategische Kriterien. Und die sehen wir jetzt hier auch mal dargestellt. Wir haben hier das große Thema eben IT-Strategie, finden wir hier. Und alles, was wir mit, was bedeutet eigentlich diese Maßnahme für diese Organisation. Hier einerseits eben Bedeutung für die IT-Strategie der Behörde. Da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Es geht ja unter anderem darum, dass der effizient und effektiv arbeitende Staat für die gesamte Volkswirtschaft von ganz großer Bedeutung ist. Wenn der Staat nicht selbst quasi wirklich hochperformant arbeitet, dann kann er natürlich die Wirtschaft nicht entsprechend unterstützen. Und deswegen sind natürlich Maßnahmen, um die IT-Strategie einer Behörde, nämlich modern, schnell, kundenorientiert agieren zu können, natürlich von grundsätzlicher Bedeutung. Deswegen finden wir hier ein entsprechendes qualitativ-strategisches Kriterium. Großes Thema ist natürlich hier aktuell immer das Thema Digitalisierung und voranschreitende Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, die wir ja auch gerade im Rahmen von Corona dieses ganze Thema mit der, ich sag mal, dezentralen Arbeit mit Online-Plattformen und so weiter auch voranschreiten sehen. Für die Verwaltung natürlich auch wichtig, Plattform- und Herstellerunabhängigkeit, weil wir uns natürlich nicht einem Monopolisten aussetzen lassen sollten. Bedeutet, dass wir nicht in die Lage geraten sollen, dass zum Beispiel ein Anbieter uns jeden Preis beispielsweise bestimmen kann, sondern dass der Staat immer noch eigenständig handlungsfähig ist. Das ist natürlich immer auch ein gewisses Spannungsfeld. Auf der einen Seite kann man natürlich relativ viel auch weiterhin selbst machen. Die Frage ist aber, wo ist der Grenznutzen? Wo lohnt es sich gar nicht mehr, dass der Staat das wirklich selber tut? Und wir haben ja auch die Diskussion über beispielsweise den Einsatz von Huawei-Technik in der deutschen Infrastruktur. Also das ist ein immer virulent diskutiertes Thema. Auch was wir hier hatten, ist in einigen Kommunen, insbesondere die Stadt München, hat beispielsweise auch Linux eingesetzt anstatt Microsoft. Zu meinem letzter Kenntnisstand ist, dass sie da wieder weggekommen ist oder weggegangen ist, um eben Monopole eigentlich, also nicht, sie ist nicht weggegangen, um das Monopol zu fördern von Microsoft, sondern man hat das, glaube ich, aus technischen Gründen irgendwann wieder abgeschafft. Dann natürlich, was wir in der öffentlichen Verwaltung haben, wir haben über Wirkung, Outcome gesprochen. Es geht natürlich um den Qualitätszuwachs. Wir haben die Aufgabe natürlich, die Leistung des Staates möglichst hochqualitativ zu verbessern. Hier beispielsweise auch deswegen die Kategorie Qualitätsverbesserung bei der Aufgabenabwicklung. Diese ganzen Kategorien sind dann natürlich verbal zu beschreiben und werden über ein Punktesystem hinterlegt,
so dass man da ein transparentes Bild über diese einzelnen Kategorien bekommt. Das ähnelt ein bisschen dessen, was wir bei der Nutzwertanalyse auch gemacht haben oder ich Ihnen gezeigt habe. Es gibt aber auch, ich finde diese ganzen Kategorien sehr gut nachvollziehbar. Ich finde nur so ein paar Sachen wie jetzt hier Imageverbesserung, also ob Imageverbesserung für die Vorteilhaftigkeit eines IT-Systems in der öffentlichen Verwaltung unbedingt so ein wichtiges Kriterium ist, das weiß ich nicht. Ist bei einem Monopol, ist Imageverbesserung natürlich immer so eine fragwürdige Position. Aber sei es drum, sicherlich kann das auch an der einen oder anderen Stelle mal zum Tragen kommen. Hier mitarbeiterbezogene Effekte, Attraktivität der Arbeitsbedingungen. Das hängt ja auch unmittelbar mit Ihren eigenen Stipendium beispielsweise ab. Natürlich ist Homeoffice und so weiter schon attraktiv für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes oder eben auch im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft. Und dementsprechend auch hier in dieser qualitativ-strategischen Kriterien kann man sehr gut nachvollziehen, was da von Nutzen sein kann einfach. Kommen wir zu der letzten Kategorie, eben diese externen Effekte. Da hatte ich schon mal was dazu gesagt, Ablösedringlichkeit aus Perspektive des externen Nutzers. Hier kann einfach es folgendermaßen beispielsweise sein, wenn es eben eine Ablösenotwendigkeit gibt. Wir hatten diesen Fall beispielsweise, als die Hartz-Gesetze eingeführt worden sind, gab es eine ganz andere Bereitstellung dieser Sozialleistung. Da musste ein neues Programm entwickelt werden, weil es keine Muster dafür gab. Und dann gibt es einfach die Ablösedringlichkeit, weil einfach der Staat oder die entsprechenden Parlamente das so entschieden haben, dann muss ganz einfach umgestellt werden und dann dominiert halt dieser externe Effekt auch diese gesamte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Das heißt, Ablösedringlichkeit kann dann dominieren, auch wenn das, was wir oben an Kosten-Nutzen kurz diskutiert haben, einfach zu einem negativen Kapitalwert führt. Wenn es verpflichtend ist, dann ist es verpflichtend und dann wird es auch entsprechend durchgeführt. Das kann dann auch zu entsprechenden unterschiedlichen Priorisierungen führen. Wir sehen das auch noch im Bereich, also wie man das macht, das sehen wir in der Vorlesung Controlling. Da gibt es nämlich eine Portfoliobetrachtung und über das Portfolio kann ich entsprechend umpriorisieren. Und das ist auch der Grund, warum es in der Portfoliobetrachtung des Controllings unterschiedliche Portfolios gibt mit unterschiedlichen Aussagen. Und da spielt eben gerade in der öffentlichen Verwaltung diese Ablösedringlichkeit eine große Rolle. Dann Benutzerfreundlichkeit haben wir hier und dann natürlich wirtschaftliche Effekte extern. Da geht es darum, ich hatte kurz andiskutiert, wenn Sie eine neue Webseite beispielsweise erstellen, um den Firmen beispielsweise den Zugang zu den Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung zu erleichtern, dann entsteht natürlich ein externer Effekt für den Nutzen, für den Kunden, weil der zum Beispiel sich Transaktions- und Suchkosten spart. Das zu ermitteln dürfte klar sein, ist natürlich nicht besonders einfach. Und hier, wenn wir über wirtschaftliche externe Effekte sprechen, dann reden wir natürlich auch über das Thema Bürokratieabbau. Denken Sie an das Elster-System in der Steuerverwaltung, was ja einen wirtschaftlichen externen Effekt ohne Zweifel hat, weil das für die Firmen viel leichter ist, für die Steuerberater viel leichter ist und auch für den Bürger viel leichter ist, jetzt seine Steuererklärung und seine entsprechenden Unterlagen einzureichen. Und dementsprechend haben wir diese Kategorie hier auch. Und dann haben wir natürlich noch weitere Kategorien hier wie Qualitäts- und Leistungssteigerung in der Kommunikation beispielsweise oder Verbesserung des Dienstleistungsangebots und so weiter. Was man jetzt sehen kann über diese vier Kategorien hinweg, ist ganz eindeutig, dass es jetzt auch nicht zu viele Kriterien sind, das sind jetzt gefühlte, weiß nicht, 50 oder sowas, die aber immer noch dafür sorgen, dass das Ganze sehr gut handelbar bleibt. Das Ganze ist natürlich in der Ausarbeitung schon komplex und herausfordernd und da muss man ein bisschen Ahnung von zu haben, aber im Endeffekt ist es natürlich eine wichtige Vorarbeit, um wirklich auch im Sinne von entsprechenden Empfehlungen an Entscheidungsträger einer Behörde oder an die Politiker direkt auch wirklich belastbare Aussagen zu machen und das ist eben hier auch sehr transparent nachvollziehbar.
Das soll jetzt mal so ein bisschen die theoretische Vorrede gewesen sein. Jetzt schauen wir uns mal ein echtes Beispiel an. Und was wir ja hier sehen, ist zum einen, wir haben jetzt diese Kategorien wieder, Entwicklungskosten, Entwicklungsnutzen, Betriebskosten und Betriebsnutzen. Das sind also die Kategorien, die wir eben oder die ich Ihnen eben gerade auch vorgestellt habe. Und wenn Sie sich das so vorstellen können, dann könnten Sie sich jetzt auch selbst überlegen, bis wann dieses Projekt offensichtlich gelaufen sein muss oder wann das Projekt offensichtlich abgeschlossen worden ist. Denn wenn man jetzt mal hier drauf schaut, sieht man Folgendes. Wir haben Entwicklungskosten, die laufen hier, also natürlich Minus, weil es Kosten sind. Wir haben hier noch keinen Betriebsnutzen, weil das Projekt noch nicht fertig ist. Der Betriebsnutzen setzt ein, also der Nutzen des Betriebes des neuen Systems liegt irgendwo in 2018 ein. Und wir sehen auch, die höchsten Entwicklungskosten sind 2018 entstanden und die gehen mit der Periode 2019 gehen die auf Null und bleiben auf Null. Und wenn man sich das vor Augen hält und hier der Betriebsnutzen langsam entsteht zwischen 2018 und 2019, dann dürfte klar sein, irgendwo muss das Projekt im Zeitraum 2018 bis 2019 fertiggestellt, beendet worden sein. Was kann man noch erkennen? Also wir haben jetzt hier natürlich dann in der Betriebsphase auch keine Entwicklungskosten mehr und auch keine Entwicklungsnutzen mehr logischerweise, weil Projekt ist abgeschlossen. Und ich habe aber auch im Gegensatz dazu, hier sehen wir Betriebskosten, also aus dieser neuen Verfahren. Und wir haben einen Betriebsnutzen, der eben hier oben entsteht. So, was können wir des Weiteren erkennen? Wir erkennen in der gesamten Betrachtung, ich gehe gleich auf diese Begriffe HW und NHW, das sehen wir auf der nächsten Folie im Detail ein. Das heißt nämlich haushaltswirksam und nicht haushaltswirksam. Was wir hier sehen ist, wir haben eine Betrachtung, wir haben 14 Millionen Entwicklungskosten, wir haben 13 Millionen Betriebskosten und wir haben 22 Millionen Betriebsnutzen. Das sehen wir hier in diesen einzelnen Darstellungen. Was ist mit Cashflow gemeint? Mit Cashflow ist gemeint, was muss ich tatsächlich, das hängt mit dem HW, NHW zusammen, an Mitteln wirklich aufbringen. Und wir sehen jetzt hier auch eine Berechnung, die müssen wir jetzt nicht nachvollziehen, vom Kapitalwert von minus 5,6 Millionen und gleichzeitig auch hier diese dargestellten minus 17%. Das heißt, unser Kapitalwert ist hier deutlich negativ. So, lassen wir die Zahlen mal dahingestellt haben. Ich habe ja gesagt, das ist eine echte Darstellung, also sind echte Zahlen gewesen. Und jetzt stellt sich die Frage, ist dieses Kriterium minus 17% jetzt das Ausschlagkriterium dafür, dass wir dieses Projekt nicht starten? Können Sie sich selbst beantworten? Erstens, Sie haben ja keine Informationen über die beiden weiteren Kategorien externe Effekte und hier qualitativ-strategische Bedeutung. Das heißt also, nur aus dem reinen Kapitalwert können Sie jetzt hier nicht sagen, machen wir oder machen wir nicht. Wir sind uns einig, dass natürlich ein negativer Kapitalwert nicht gut ist. Da, glaube ich, gibt es keine Diskussion drüber. Aber jetzt wird es halt nochmal interessant, wenn wir uns hier auf mal diese Entwicklung hier schauen. Also wir haben hier immer, das hatte ich angedeutet, einen 5-Jahres-Zeitraum, das hatte ich in dem vorigen Stream erwähnt. Das ist jetzt natürlich hier verkürzt dargestellt. Was wir aber sehen ist, wenn man hier drauf schaut, ja, dass wir, ohne jetzt ins Detail gehen zu müssen, wir haben immer irgendwie so 2 Millionen Euro Betriebskosten hier. Und wir haben immer irgendwie so 4 Millionen Euro Betriebsnutzen. Und wir hatten eben diese initiale Investition in unser Projekt hinein. Und wenn Sie sich an die Kapitalwertbetrachtung erinnern, ist es natürlich interessant, welchen Zeitraum ich betrachte. Bedeutet hier, ich mache gedanklich jedes Jahr 2 Millionen plus. Bedeutet, jetzt hängt es wieder vom Lebenszyklus ab, wenn ich jetzt von einem Lebenszyklus von 10 Jahren ausgehe und das hier berücksichtige, dann wird mein Kapitalwert mit hoher Wahrscheinlichkeit natürlich positiv.
Bedeutet, singuläre Ergebnisse, wie jetzt hier dargestellt, sind nur bedingt aussagefähig, weil sie natürlich vom Zeitraum abhängen, weil sie von diesen qualitativen und Kriterien und diesen externen Effekten weiterhin abhängig sind. Das heißt, ein reines singuläres Ergebnis hier heißt nicht automatisch, dass man das Projekt nicht starten sollte. Das heißt, auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist natürlich immer in allen seinen Facetten zu betrachten, um die Vorteilhaftigkeit einer Investition sich wirklich vor Augen führen zu können. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Und ich hatte ja hier gerade angedeutet, lassen Sie uns mal über HW und NHW sprechen. Haushaltswirksam, nicht haushaltswirksam. Was bedeutet das? Das sehen wir jetzt am konkreten Beispiel. Wir gehen jetzt mal von einem Projekt zur Einführung einer elektronischen Akte in einem Ministerium aus. Was kann da so anfallen beispielsweise? Also ich habe es hier schon mal dargestellt. Wir haben jetzt hier in der Mitte, stellen wir mal die Kostenarten dar, die wir aus externem und internem Rechnungswesen extrahieren können. Wir haben eine Gesamtsumme von 726.000 Euro und die teilt sich wie folgt auf. Wir haben natürlich eigene Beschäftigte, die da mitarbeiten an diesem Projekt, weil wer soll es sonst auch tun? Und da gehen wir jetzt mal, um das Beispiel auch monetär betrachten zu können, einfach mal von 100.000 Euro Personalkosten aus. Also eigene Personalkosten für unser Personal. Die Beschäftigten benutzen natürlich auch Ausstattung, also eigene Ausstattung, beispielsweise die Drucker, die Kopierer, die Räumlichkeiten, was weiß ich auch immer. Und da gehen wir einfach mal davon aus, machen es uns sehr einfach hier. Wir haben Sach- und Materialkosten in Höhe von 20.000 Euro. Wir müssen uns mit unseren Dienststellen abstimmen, das heißt also, wir sind zentral unterwegs und haben verschiedene Dienststellen in einem Bundesland oder bundesweit. Daraus entstehen uns natürlich auch Reisekosten. Wir müssen mal in diese Dienststellen reisen. Dann beschaffen wir einen neuen Server, den wir für diese elektronische Akte auch benötigen. Da haben wir eine Investitionsausgabe von 500.000 Euro. Das ist jetzt natürlich genau wieder die Fragestellung, die ich vorhin ansprach. Wird der Server wirklich dauerhaft für dieses Projekt beschafft? Oder können wir den hinterher noch für was anderes benutzen? Davon hängt natürlich jetzt hier diese Kategorisierung dieses Wertes ab. Ja? Weil, und deswegen gleich mal als Folge, wir nutzen auch einen bestehenden Server. Dann sollten Sie wissen aus der Vorlesung Rechnungswesen, dass wir dort natürlich dann entsprechend auch Infrastrukturkosten einfach haben. Bedeutet, dass wir hier die AFA haben, heißt also Absetzung für Abnutzung, für die Serverinanspruchnahme. Und dann haben wir aber eventuell auch den kompletten neu beschafften Server für nur dieses Projekt, dann hätte ich auch die vollständige Investitionsausgabe. Wenn ich den Server, den neuen Server, nur temporär für dieses Projekt nutze, beispielsweise solange dieses Projekt elektronische Akte läuft, dann würde ich auch nicht die 500.000 Euro Investitionsausgabe ansetzen, sondern nur die Absetzung für Abnutzung über die Perioden logischerweise, die dieses Projekt halt läuft. Was haben wir des Weiteren? Externe Experten brauchen wir noch für die Programmierung. Das sind typischerweise so Kosten für externe Dienstleistungen. Haben wir ja auch in der Kategorisierung der WIBE gesehen, nämlich externe Dienstleistungen. Dann haben wir Beschäftigten benötigten jetzt eine Schulung, logischerweise, habe ich angesprochen, besonders sensibel auch im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, weil natürlich das auch hohe Aufwände verursachen kann und man sich eben sehr gut verkalkulieren kann. Gehen wir einfach mal davon aus, das sind Personalkosten in Höhe von 20.000 Euro. Und diese Schulung für die Mitarbeiter führt jetzt eine externe Firma durch. Dadurch entstehen uns nochmal Kosten für externe Dienstleistungen in Höhe von beispielsweise 30.000 Euro. Wenn Sie das zusammenzählen, haben Sie eben diese Gesamtsumme in Höhe von 726.000 Euro. So, HW, NHW. Was sind jetzt also haushaltswirksame Kosten und was sind nicht haushaltswirksame Kosten? Diese Kategorisierung finden Sie in der privaten Wirtschaft nicht. Ja, das heißt, also, das ist wirklich ein Spezifikum der öffentlichen Verwaltung und Sie müssen einfach diese Unterscheidung zwischen haushaltswirksam und nicht haushaltswirksam kennen, weil Sie ja später auch in diesem Bereich der IT
und IT-Dienstleistungen unterwegs sind. Und da kommt es eben immer wieder dazu, dass man Projekte durchführt und dann muss man natürlich mit diesen Kategorien arbeiten und das Ganze verstehen können. Einfache Definition ist, haushaltswirksame Kosten sind und Nutzen natürlich auch, Entschuldigung, sind Positionen, die eben erst aufgrund der betrachteten Maßnahme entstehen und die im aktuellen oder in zukünftigen Haushalten oder Haushaltsjahren zu Mehr- oder Minderausgaben führen. Also die wirklich sich auf die physischen Einzahlungen und Auszahlungen auswirken. Gegenteil dann logischerweise nicht haushaltswirksame Kosten und Nutzen sind solche, die auch ohne die Maßnahme entstanden oder entstehen würden. Wenn wir uns das jetzt am Beispiel hier mal anschauen, was ist nicht haushaltswirksam? Also nicht haushaltswirksam ist die Position 1, die 100.000 Euro. Warum? Weil ich mein eigenes Personal ohnehin weiter hätte bezahlen müssen. Da geht man eben auch implizit davon aus, dass die Beschäftigten das ja jetzt quasi zusätzlich tun, dieses Projekt. Aber sie wären sonst auch, wenn sie das Projekt nicht durchführen würden, weiterhin bei uns beschäftigt gewesen. Deswegen haben wir jetzt hier keine zusätzlichen Minder- oder Mehrausgaben, weil in unserem Gesamthaushalt die 100.000 Euro sowieso drin sind, weil ich die Leute ja nicht entlasse. Deswegen nicht haushaltswirksam 100.000. So, Beschäftigte benutzen die eigene Ausstattung. Ich hatte von Sach- und Materialkosten gesprochen. Auch da das Druckerpapier, das Klopapier oder was weiß ich auch immer die benutzen, wäre auch so angefallen, hätte sich in unserem Haushalt auch so wieder befunden. Deswegen hier Nummer 2, 20.000 Euro nicht haushaltswirksam. So, dritter Punkt, Beschäftigte müssen sich mit den Dienststellen abstimmen. Das heißt, hier entstehen uns 3.000 Euro Reisekosten. Diese Reisekosten wären nicht entstanden, wenn wir das Projekt nicht durchführen würden. Bedeutet hier, dritter Punkt, 3.000 Euro sind diese Reisekosten, die uns wirklich tatsächlich zusätzlich entstehen. Die müssen wir auch zusätzlich in unserer Haushaltsplanung berücksichtigen, weil diese Reisekosten nur durch dieses Projekt entstehen. Der neue Server, der nur für dieses Projekt da ist, ohne den neuen Server kriegen wir diese elektronische Akte nicht eingeführt, bedeutet natürlich auch zusätzliche Investitionsausgaben in Höhe von 500.000 Euro. Deswegen tauchen hier die 500.000 Euro bei haushaltswirksam auf. Ohne Server, ohne zusätzlichen Server, keine E-Akte, bedeutet zusätzliche Investitionsausgabe. Dann haben wir im Weiteren unsere AFA für den schon vorhandenen Server. Da ist es natürlich dann wiederum so, hier entstehen uns keine zusätzlichen haushaltsmäßigen Ausgaben. Der Server war ohnehin schon da, aber wir nutzen ihn jetzt. Deswegen sind es nicht haushaltswirksame Kosten für dieses Projekt. Dann haben wir im Weiteren die Kosten für die externen Dienstleistungen, nämlich die Programmierung. Na, da müssen wir natürlich eine Rechnung wirklich physisch bezahlen an den externen Dienstleister. Warum? Weil der eben jetzt uns unterstützt im Rahmen der Einführung dieser elektronischen Akte. Dementsprechend haben wir jetzt hier Position Nummer 6, die 50.000 Euro bei den haushaltswirksamen Kosten. Dann haben wir noch die Schulung der Beschäftigten, also unserer eigenen Beschäftigten. Da entstehen uns Personalkosten in Höhe von 20.000 Euro. Da ist es so, das sehen Sie hier die Position 7, nicht haushaltswirksam. Warum? Weil mein Personal auch so weiter bezahlt worden wäre. Das heißt hier diese 20.000 Euro und am Ende eben noch die externe Firma, die schult. Das sind die wieder externe Dienstleistungen, die wir bezahlen müssen, die wirklich nur durch dieses Projekt verursacht werden, die zu einer zusätzlichen Rechnung führen, die wir bezahlen müssen. Und dementsprechend haben wir jetzt hier diese 30.000 Euro als Nummer 8. Und wir sehen eben, 143.000 Euro nicht haushaltswirksam, haushaltswirksam 583.000 Euro. Was sagt mir das hier? Ich brauche wirklich 583.000 Euro Cash mehr für dieses Projekt in meinem Haushalt. Und deswegen ist das auch immer eine Frage der Cashflow-Betrachtung. Und deswegen eben hier auch, entschuldigen Sie bitte, sehen Sie diese Betrachtung Cashflow. Ja, hier.
Weil ich daraus ablesen kann, wie viel wirklich mehr Geld brauche ich, wie viel Geld muss ich quasi wirklich von meinem Zuwendungsgeber oder von der Regierung oder von der Landesregierung wirklich an Geld mehr zur Verfügung gestellt bekommen, um sicherzustellen, dass ich die Rechnung für dieses Projekt auch bezahlen kann. Genau, deswegen ist das immer eine Cashflow-Betrachtung logischerweise auch. Diese Cashflow-Betrachtung, so macht das dann ein Unternehmen. Mein Unternehmen würde ähnlich kalkulieren und würde das Ganze aber über eine Kapitalflussrechnung, nennt sich das bei denen in der, also nennt sich das halt, oder eine Cashflow-Betrachtung daraus und über eine geplante Bilanz von G&V, die wir im Controlling eventuell noch machen werden, können wir dann den zusätzlichen Finanzbedarf wirklich ablesen und können aus einer Plan-GUV auch ableiten, wie viel Mittel wir denn für eine zusätzliche Investition überhaupt zur Verfügung haben. Also, ganz wichtig, Unterscheidung haushaltswirksam, nicht haushaltswirksam, weil man das einfach wissen muss. Ja, das ist so Basiswissen wie politisches System oder so. Ja. Okay, das Ganze wird dann weiter heruntergebrochen in diesen Darstellungen. Deswegen habe ich das jetzt hier mal, ist wie so ein Drill-Down. Also irgendwo, das sind auch Excel-Templates, das sieht man hier, glaube ich, oder lässt sich zumindest gut erkennen. Das heißt also, das sind mehrere Excel-Tabellen, die dann einfach nach oben aggregiert werden. Hier haben wir diese Gesamtübersicht wieder mit dem haushaltswirksam und nicht haushaltswirksam. Da ist das also quasi zusammengefasst. Das sind diese minus 14 Millionen. Jetzt geht das eine Ebene tiefer. Hier geht es dann nur um die haushaltswirksamen Kosten. Das sind nämlich minus 8 Millionen. Und dann taucht hier noch was auf, was interessant ist, ist nämlich hier dieser sogenannte Risikozuschlag. Dieser Risikozuschlag. Ein Risikozuschlag ist vorgeschrieben in den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. Meistens sind das 10 bis 15% auf das Gesamtvolumen. Und damit soll einfach sichergestellt werden, dass man in der Gesamtplanung berücksichtigt, dass es eventuell zu Abweichungen entsprechend kommen kann. Jetzt ist eine entscheidende Frage: Ist dieser Risikozuschlag tatsächlich finanziell budgetiert? Also steht da wirklich ein HW-Posten dahinter, den wir schon quasi eingeplant haben. Und natürlich ist der nicht haushaltswirksam eingeplant, auch wenn er jetzt hier erstmal auftaucht. Warum? Naja, ein Risiko ist ja immer unbekannt und deswegen kann man natürlich nicht vorher schon annehmen, ja, das geht bestimmt ganz viel schief, also brauchen wir mehr Geld. Wer so kalkuliert, der weiß implizit schon, dass seine Planung schlecht ist. Das heißt, man kalkuliert das zwar in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit ein, falls aber ein Entscheidungsgremium wie ein Lenkungsausschuss beispielsweise entscheidet, ja, wir dürfen den Risikozuschlag anknapsen, so will ich mal ausdrücken, dann muss auch dieses Gremium oder die Projektleitung für zusätzliche Haushaltsmittel sorgen. Zudem ist gar nicht unklar, ob, wenn ich jetzt beispielsweise eigenes Personal hier einsetze, das wirklich, also zur Verstärkung beispielsweise, ich brauche einfach mehr eigene Ressourcen, dann kann natürlich dieser Risikozuschlag auch NHW sein, also nicht haushaltswirksam. Aber was nimmt man mit jetzt aus dieser Aussage? Wir haben immer einen Risikozuschlag, der eben abhängig von den jeweiligen Regelungen natürlich vorher mit zu berücksichtigen ist. Dahinter steht aber erstmal physisch kein Geld. Sichert natürlich auch solche Projekte ab, weil wir alle wissen, dass es durchaus sein kann, dass man eben ja, es zu zusätzlichen Aufwänden kommen kann. Aber auch das passiert in der öffentlichen Verwaltung, dass wir nicht zu wenig Geld haben, sondern dass wir durchaus zu viel Geld haben. Das ist auch ein Grund, warum diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen eben regelmäßig fortgeschrieben werden. Auch das ist abhängig von den jeweiligen Vorgaben eines Bundeslandes, der Bundesregierung oder wie auch immer, oder der einzelnen Behörden. Was naheliegend ist, und das gilt fast für alle, ist, dass diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei entsprechenden sich verändernden Rahmenbedingungen, beispielsweise, keine Ahnung, es gab eine grundsätzlich andere Entscheidung, da muss man natürlich neu kalkulieren, durchgeführt werden. Andere sagen, jedes halbe Jahr ist diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nochmal durchzuführen. Was Sie daraus aber auch entnehmen können, ist, dass es kein laufendes Controlling-Instrument ist, weil es eben hier gar nicht das Ist laufend abbildet, sondern es ist immer eine temporäre Betrachtung, eine entsprechende Erst-Vorkalkulation und dann Nachkalkulation. Auch nach dem Projekt ist man immer oder wird von den meisten vorgeschrieben, dass dieses Projekt auf dieser Basis
auch entsprechend nachkalkuliert wird, um die initiale Annahme mit dem Endergebnis auch gegenüberstellen zu können. Und deswegen gibt es zum Beispiel eine Startwiebe, eine Abschlusswiebe und so weiter. Also es ist ein temporäres Betrachtungsinstrument. Und Sie können sich vorstellen, auch eben relativ aufwendig wieder zu betreiben, weil man natürlich wieder die Annahmen, die man initial mal angenommen hat, dass man die natürlich jetzt verifizieren, validieren und mit dem Erkenntnisfortschritt entsprechend auch abgleichen muss. Okay, gehen wir nochmal eine Ebene tiefer. Wir sind jetzt hier bei, wir waren jetzt hier bei haushaltswirksam, nicht haushaltswirksam. Jetzt gehen wir nochmal eine Ebene tiefer und schauen wir mal jetzt in so eine Kategorie rein, die hier Planungskosten sind und dann eben internes Personal. Und das dürfte klar sein, dass es dann natürlich hier in dieser internes Personal berücksichtigt. Das wird dann weiter runtergebrochen hier in eine Einzelkategorie von unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier ist auch nochmal die Unterscheidung, eben NHW ist zum Beispiel jetzt hier betrachtet, Projektleitung und Team intern kann nur NHW sein. Und dann haben wir hier Sachkostenpauschale, da komme ich gleich nochmal drauf, das ist das, was wir im Controlling diskutiert haben, dass wir eben dann über zusätzliche Vollzeitäquivalente, das ist hier eine Vollzeitäquivalentplanung, mit entsprechenden Kalkulationssätzen, die ich Ihnen kurz in Controlling vorgestellt hatte, das Ganze multipliziere und Sie erkennen eben dann 138 mal 480 führt dann zu diesen 66.000 und so weiter. Das heißt, man bewegt sich dann immer auf unterschiedlichen Ebenen. Was man hier auch sieht, was ich gesagt habe in der Controlling-Geschichte, wir haben unterschiedliche Sätze für das jeweilige Jahr. Das heißt, man kalkuliert immer spezifische Jahresscheiben sozusagen, weil natürlich Kostensteigerungen dahinter stehen, weil die Mitarbeiter eine höhere Besoldung bekommen. Und dementsprechend kann man das hier alles sehr gut entsprechend nachvollziehen. Und wir sehen eben hier HW, NHW-Unterscheidung und so weiter. Das heißt, von einer unteren Ebene kalkuliere ich das einfach nach oben und im Ergebnis, deswegen auch diese Templates des Innenministeriums dafür, kann ich das Ganze entsprechend ausfüllen. Wie gesagt, das Ganze ist relativ, ich will nicht sagen komplex, aber es ist anspruchsvoll. Sie sollten es aber auf jeden Fall in dieser Form mal gehört haben und gerade eben auf den unterschiedlichen Ebenen zwischen Bund, Ländern oder auch Kommunen ist das, was hier gemacht wird, durchaus, ich sag mal, von unterschiedlicher Qualität, obgleich es natürlich bei allen entsprechend, haben wir gesehen, in der Landeshaushaltsordnung oder Bundeshaushaltsordnung vorgeschrieben ist. Okay, gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Ich würde Sie bitten, sich diesen Artikel mal anzuschauen. Sehr interessant, diese Volksrepublik Deutschland. Da geht es nämlich auch ganz viel um die Frage, was ist eigentlich oder bevormundet der Staat uns eigentlich? Dann würde ich Sie bitten, sich die Lernkontrolle 5 und 6 anzuschauen. Und mit diesen drei Sachen würde ich dann auch in den nächsten Stream gehen wollen. Das heißt, Sie können jetzt hier dann quasi sich das erstmal anschauen und die Auflösung zu 5, 6 und dieser Aufgabenstellung hier folgt dann einfach im nächsten Stream. Danke und bis dahin. Ciao, ciao.